Gut, Jungs, wir gehen rein. Ja, und dann hoffe ich, dass ich auch endlich einen Tots ziehe und Abfahrt. Komm, gönn mir. Gönn. Welcome to the club. Gönn. Brasilien. Stürmer. Welcome to the club. Oh. Da ist er, mein erster Tots des Tages. Brrr. Ja, ich bin back. Ich bin back. Ist der gut? Ist der gut? Komm, ich möchte mal kurz schauen, was der kostet. Komm, Richarlison, was kostet denn der? Geisteskrank, Jungs, da kostet 1,4 Millionen. Bra. 1,4 Millionen. Was? Yo, Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, euer Reflex. Ich hoffe, euch hat das Intro gefallen. Richarlison ist auf jeden Fall eine mega, mega kranke Karte. Ich möchte auf jeden Fall demnächst ein Team bauen. Das können wir dann wahrscheinlich zusammen im Stream machen. Ich habe auf jeden Fall mega, mega Laune drauf. Schreibt auf jeden Fall unter die Kommentare, was ihr dieses Jahr schon für Tots gezogen habt. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und ja, ich habe heute wieder eine Trading-Methode für euch. Wie und was, zeige ich euch jetzt in diesem Video. So, wir gehen auf Footbin. Und zwar gibt es ja jetzt diese Premier League Upgrade SBC, die wirklich richtig, richtig gut reinknallt. Und zwar ist es die hier, die kostet aktuell so 28.000 Münzen. Und zwar, diese ganzen Premier League Spieler sind jetzt richtig, richtig teuer. Und ich habe vorhin im Stream auch immer wieder probiert, einzelne zu snipen. Und das funktioniert wirklich richtig gut. Ich empfehle euch immer so auf die ersten zwei drauf zu klicken, weil es sind die, wo man am ersten, am schnellsten, am meisten immer nachbaut. Und diese Karten tut sie dann auf jeden Fall snipen. Es ist egal eigentlich, auf welche Karte ihr geht. Ich zeige euch das einfach mal anhand von einem Beispiel. Und zwar gehen wir jetzt mal auf den Markt. Zum Beispiel habe ich jetzt hier gerade einen Keita gehabt. So, Keita, Champions League Spieler. Geht auf jeden Fall immer wieder durch. Wenn ihr merkt, ein Spieler lässt sich nicht so gut snipen, dann geht ihr direkt zum nächsten. Das ist mega entspannt. So, ein Keita geht einfach für 2700 weg. Und hier ist direkt einer für 2300 reingekommen. Diese Karten wollen wir auch so haben. So, mal gucken, was Keita aktuell kostet. Er kostet mehr, als er angezeigt wird. Also ich würde ihn persönlich für 2800 verkaufen. Ab 2,5 würde ich versuchen, den zu snipen. Hier ist wieder einer für 2,5 direkt bekommen. Den biete ich jetzt für 2800 an. Manchmal kommen auch welche für 2000 Coins rein oder unter 2000 Coins. Das ist natürlich richtig, richtig geil. Und auf diese Spieler könnt ihr heftig abzielen. So, schauen wir mal. Ich glaube, dass Keita auch ein Spieler ist, der auch häufiger auf den Markt kommt. Komm, ich will es jetzt wissen, ob ich jetzt noch einen bekomme. So, da 2,5. Zack, wieder. Wieder einen für 2500 bekommen. Den verkaufe ich jetzt für 2,8. Ich glaube, dass der instant weggeht für 2,8. Ich glaube, der geht instant weg. Ich schau mal kurz, ob ich den schon los bin. Und ihr seht, hier ein Keita direkt für 2,8 weggegangen. Ja, also diese Trading-Methode ist richtig krass. So, ich gehe jetzt noch mal kurz auf einen anderen Spieler. Wir gehen jetzt mal auf Mata. Mata kostet laut Footbin 2400. Wir gucken jetzt mal, was Mata kostet. Und ihr werdet sehen, also gerade solche Filter sind aktuell richtig gut. So, 2400 soll der kosten. Es gibt keinen, weil er gerade in die SBC gekommen ist, deswegen kostet er viel mehr. Aber die Leute denken, der ist immer noch sehr, sehr günstig für 2,4 zu haben, aber dabei kostet er schon 2,8. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Hier zeigt er an für 2400, aber tatsächlich kostet er 2800. Das heißt, es können relativ viele Karten für 2400 reinkommen. Ich würde ab 2,5 anfangen zu snipen, für 2800 verkaufen. Also da werden wahrscheinlich auch einige für 2,4 reinkommen. Hier, 2,4, der erste. War ich ein bisschen zu langsam. Mega, mega krasse Methode, um auf einzelne Spieler zu gehen und die zu snipen. Oh, 1600, ich war zu langsam. Oh, manchmal kommen solche Dinge auch rein. 1600, 1700 Münzen, drei Karten sind direkt reingekommen. Da hättet ihr jetzt pro Karte 1000 Coins Gewinn machen können. Alter Schwede. Alter Schwede, da der nächste, 2,4.
Ihr seht, sie kommen echt häufig rein. Wenn ihr von einer Karte nicht so viele bekommt, dann sind zu viele Karten drauf. Dann lasst lieber die Finger davon. Es kommt echt in Sekundentakt, kommt jetzt hier ein Mata rein. Das ist so heftig. So, komm, ein Spieler machen wir noch. Komm, Mata, 2-5. Ah, Mata ist schwer zu kriegen. Komm, wir schauen mal weiter. Kommen wir mal hier direkt in Festegard. Der kostet 2-7. Gucken wir mal, checken wir mal aus. Festegard, keine Ahnung, ich spreche den jetzt Festegard. Ich weiß gar nicht, wie man ausspielt, aber ist ja egal. So, 2,7 soll er kosten. Die kostet er auch, für 2,7 können wir verkaufen. Ab 2,4 würde ich versuchen, den auch zu snipen. Immer so 300 Coins Unterschied, dass ihr auch ein bisschen Profit mitnehmt. Ab und zu macht ihr richtig gute Deals, wo ihr dann wirklich welche unter 2000 Coins bekommt. Und hier, 2000 Münzen glatt. Für 2700 kann ich den verkaufen. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, macht's das so. Premier League, also auf einzelne Premier League Spieler lässt sich echt unfassbar gut snipen. Wirklich zu geisteskrank. Komm, einen will ich noch. Weil ich gerade im Flow bin, einen will ich noch. Und dann zeige ich euch gleich nochmal einen Sniping-Filter, wo ihr auf zwei Spieler snipen könnt. Also für 2-4, ihr seht, sie kommen günstig rein. Die kommen echt günstig rein. So, wir gehen jetzt auf den Sniping-Filter. So, wir machen heute alles an Cut. So, englische Liga, Liverpool. Ich bin von meinen Filtern die funktionieren 1000%. Also, überzeugt bin ich von meinen Filtern. Das wollte ich sagen. Überzeugt bin ich. Und zwar bei Liverpool könnt ihr nämlich zwei Spieler snipen. Da snipt ihr nicht nur einen Spieler, da snipt ihr zwei Spieler. Und ihr könnt da einmal den Origi snipen. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen. Warte, ich muss jetzt direkt mal schauen, was man da noch so snipen kann. Und zwar den Shaqiri. Gibt es da vielleicht noch einen dritten? Das sind auf jeden Fall hier zwei Spieler, die man hier snipen können. Also wir haben jetzt gerade gesehen für 2,6. Ich glaube, der ist schon direkt weggegangen. Ich würde die für 2700 verkaufen. Und auch hier ab 2400 snipen, für 2,7 anbieten und Abfahrt. Also Origi ist auf jeden Fall jetzt bei mir mega günstig drinnen. Die gehen auch 1000%ig für 2700 weg. Ihr müsst es einfach immer wieder probieren. Schaut euch die Spieler an. Zu krass. Also heute kann man gut Coins machen, Jungs. Vor allem durch Snipen. Durch Snipen macht sie heute unfassbar viele Coins. Schaut mal, wie die Karten hier reinrutschen. Für 2,4 gibt es echt viele. So, schaut mal, die Origi ist... Was ist das? Ich krieg die alle hinterhergeworfen. Und solche Spieler müsst ihr einfach finden. Und wie gesagt, geht auf Footbin drauf, sucht euch die Spielerlisten raus, geht immer auf die erstbesten, erste und zweite Seite und dann ersten, zweiten Vorschlag und dann holt euch da die Spieler, snipet die einfach ganz entspannt. Jungs, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall zum Abschluss ein Like und ein Abo auf das Video, da würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin somit raus, Jungs. Haut rein und ciao.